Aber was macht man mit den goldenen Schlüsseln auf? Das ist jetzt natürlich die Frage. Weil nämlich... Achso, wir haben ja schon mal eins gesehen. Wo war denn das? War das im Herrenhaus? Ich weiß gar nicht. Naja, egal. Komm, wir spielen einfach mal weiter. Und wir nehmen ihn. Oh, wie schön, es ist dunkel. Oh, wow. Ja, die perfekte Kombi ist es nicht mehr. Kombo. Kombi, Kombo. Und wir stürzen auch gleich mal wieder ab. Jawoll, ja. War ja so lustig. Ja, komm. Das machen wir einfach nochmal. So bringt uns das ja nichts. Geht's auch gleich schon wieder so weiter. Ja, also zumindest so ein S in der Completion hätte ich da schon ganz gern. Alles andere ist ja unter meiner Würde. Nee, aber das bringt ja sonst da echt gar nichts. Also, wobei ich mich jetzt echt frage, wie man da denn bitte hochkommen soll. Weil das ist jetzt... Warum springt der nicht, wenn ich da einen Dash mache? Und wenn ich springe, macht er... Ach so. Naja gut, so kann man es auch machen. Aber ob ich das da in einer Kombi-Version hinbekomme... Ah, wir stürzen ab, weil wir die Kontrolle verlieren. Ja, ob ich das so hinbekomme, das weiß ich nicht wirklich. Aber ich weiß jetzt zumindest, wie es funktioniert. Oder wie es funktionieren könnte. Nein, 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 nein. Sag mal. Genau so. So wollte ich das eigentlich. Und jetzt können wir auch mal weiter das Level erkunden. Wow. Da müssen wir... Ja, das ist echt voll das Getrickse da. Aber es klappt eigentlich doch ganz gut, muss ich sagen. Ja, und wenn es das dann schon war... sieht es doch ganz gut aus eigentlich. Ja. Ohne großartig was zu machen. Das sieht super aus. Und wir gehen einfach mal weiter. Jetzt haben wir nämlich schon 2 goldene Schlüssel. Und wir stürzen jetzt mal wieder ab.
frage mich, da muss man doch irgendwie hinkommen. Also, nee, so nicht. So auch nicht. Nee, ich mag da eigentlich nicht runterspringen. Ja. Ah! Habt ihr das gesehen? Wenn er jetzt noch springen würde. Was er aber leider nicht macht. Ja, 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 das sieht schon mal ganz, fast ganz gut aus. Also so bestimmt irgendwie, wenn er sich dann auch noch festhält. Nee, ich mag da... Ja, habt ihr noch was vor? Irgendwie. Ich versuche jetzt natürlich da krampfhaft irgendwie rüberzukommen, weil das interessiert mich jetzt dann doch ein bisschen. Warum fällt der einfach runter, wenn ich ihn eigentlich... Wenn ich eigentlich da abspringen will? Nein! Junge! So mag ich das nicht. Vielleicht muss ich vorher da noch abspringen. Nee, das funktioniert nicht irgendwie. Das war zu früh. Ach, Menno, Menno, Menno. Kann da nicht irgendwie so ein Fliegedings mal kommen da irgendwie? Ach Leute, vielleicht sollte ich noch ein bisschen trainieren da. Wir machen jetzt einfach noch das da, denn uns läuft die Zeit auch ein bisschen davon für diese Aufnahme. Ja, einfach nochmal von Anfang an, das war einfach doof. Ich dachte, ich könnte und dachte falsch. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Muss ich da echt doppelt springen? Wow, wow. Okay, die Kombi ist auch wieder futsch. Wegen zwei Köpfen. Ist ein bisschen fies. Wir machen aber einfach weiter. Einfach mal fester auf die Knöpfe hauen. Dann passt das schon. Und die mal so im Vorbeigehen noch durchgewischt. Ach, oh, den hätten wir beinahe übersehen. Es hängen die sogar noch da. Au! Na, das war mir auch irgendwie klar. Das muss da ein bisschen fixer funktionieren. Au! Das tut doch weh. Das da ist echt ein bisschen fies. Und das da erst recht, weil das ist nämlich eine ganz schön lange Strecke. Sieht zwar nicht so lang aus, aber es ist doch ein ganz schönes Stückchen, was wir da... So, jetzt haben wir ihn verarscht. Gut, den nicht. Nein! Da ist gar kein Platz zum Hinstellen. Das ist echt uncool.
Das heißt, wir müssen das da in der Folge machen da. Komm, schieß. Genau so. Einfach in der Luft da nochmal ein bisschen dashen. Und das ist echt fies. Ach, das war's auch schon. Was haben wir da oben sauber gemacht? Den Apfel. Ja, S und D. Das können wir bestimmt auch besser. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Also das Stück da, das ist echt fies. Gut, also da müssen wir uns auch noch ein bisschen gedulden, bis wir da einen perfekten Score bekommen. Und der springende Wolf da, das ist auch ganz schön fies, möchte ich mal so sagen. Aber das sieht schon mal ein bisschen besser aus da. Das nicht. Da waren wir. Bisschen zu spät. Komm, schieß. Ja, also es birgt dann doch noch einige Schwierigkeiten da, an diesem Dings da vorbeizukommen. Ah, habt ihr das gesehen? Man kann diese Pfeile da zurückschießen. Ich dachte es mir schon fast, weil das macht nämlich da gar keinen Sinn, da irgendwie zu warten. Aber... Nee, das ist irgendwie... Irgendwie noch nicht so... die muss man aber irgendwie genau treffen oder so. Ja, das sieht aber dann auch schon mal ein bisschen besser aus da. Das sieht aber gut aus. Und wir haben uns nicht verbessert. Das ist sehr schade. Ich denke, dann machen wir das einfach nochmal. Wir probieren das jetzt einfach nochmal. Weil ein neues Level jetzt anzufangen, das lohnt sich zeitlich nicht. Gut, da ist auch unsere Kombi schon wieder... Sag mal. Hallo? Nee, also das mag ich jetzt da... Die sind mir jetzt doch ein bisschen auf den Geist gegangen. Das war ganz schön knapp. Gut, unsere Kombi haben wir jetzt trotzdem verloren. Aber das soll uns jetzt mal wieder weiter nicht stören. Aber dieser Wolf da, das ist wirklich so ein bisschen... Ja. Nee. Haha, und wir haben sie verarscht und sie uns leider auch. Dafür haben wir sie direkt schön beide da. Ja, so, einfach zweimal ganz kräftig gegenhauen und dann passt die Sache. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt ein bisschen besser flutscht. Gut, da schon mal nicht. Na, das sieht doch nach sehr schönen Dingens aus da. Nee, 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 och.
Aber wir haben ein B bekommen. Ach, Menno. Und wir sind sogar unter einer Minute geblieben. Na, das ist ja mal interessant. Naja, gut. Angesichts der fortlaufenden Zeit belassen wir es aber jetzt vorerst mal dabei. Kurzes Fazit zum Gamepad. Es macht definitiv mehr Spaß. Es ist ein bisschen einfacher zu kontrollieren, weil als Konsolenkind, muss ich zugeben, ich bin als Konsolenkind aufgewachsen. Da flutscht das ein bisschen besser. Und ist ein bisschen angenehmer zu spielen. Gut, wir haben soweit jetzt mal den Wald hinter uns gebracht. Vielleicht machen wir das nächste Mal da nochmal ein bisschen weiter. Im Großen und Ganzen war es das aber vorerst mit dem Wald, bevor wir uns dann an alle perfekten Scores machen. Falls ihr Wünsche habt, wo wir in der nächsten Aufnahme hin sollen, schreibt es einfach in die Kommentare. Genau, vielleicht die Stadt oder das Herrenhaus oder auch das Labor. Wo wollt ihr hin? Schreibt es einfach rein und ich warte so lange dann mit der nächsten Aufnahme. Ihr seid gefragt. Wenn nichts kommt, kommt auch nichts mehr weiter. Nee, Quatsch. So machen wir das natürlich nicht. Aber ich würde mich super sehr, sehr freuen, wenn ihr das machen würdet. Ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Ich bin der Afghandil. Ich bin von RaccoonCast und das war's mit dieser Aufnahme von Let's Play Dust Force. Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder dabei. Und einfach bis dahin, tschö und eine schöne Zeit. Bye.